Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Staatskanzlei Erfurt zum Festakt 25 Jahre Mitwirkungsgremien im Freistaat Thüringen. Das Grußwort haben jetzt Landeselternvertretung und Landesschülervertretung Raul Rommeis und Patrick Hintsche. Ja, hallo Raul, schön dich heute hier zu sehen. Grüß dich Patrick, freue mich auch. Sag mal, was machen denn die Elternvertreter der Schulen und der Kindergärten und die Schülervertretung heute in der Staatskanzlei und dann auch noch so schick angezogen? Muss ja was ganz Besonderes sein. Definitiv. Heute feiern wir 25 Jahre Mitwirkungsgremien in Thüringen. Ich glaube schon, das ist ein Geburtstag, den man durchaus mal feiern kann. Ja, da hast du recht. Die vielen Schüler, Eltern, Lehrer und Unterstützer, die sich täglich um gute Schule kümmern und verdient machen. Die verdienen es, ernst genommen und geehrt zu werden. Mit der aktuellen Bildungsministerin heute hier zu sitzen und auf die Baustelle Bildung zu gucken, ist mir eine Freude, weil es endete eben bei der Einleitung mit dem Hinweis, ist denn alles in Ordnung? Und ich kann Ihnen versichern, es gibt nichts, was nicht täglich verbessert werden muss, und es gibt nichts, was wir nicht derzeit anpacken müssen, um Veränderungen gemeinsam einzuleiten. Und dazu brauchen wir immer wieder einen kritischen Dialog, ob wir wirklich auf dem richtigen Weg sind. Deswegen, meine Damen und Herren, ich weiß um die Probleme und ich weiß, dass wir mitten in der Veränderung einer Bildungslandschaft sind, weil die Zukunftsfähigkeit unseres gemeinsamen Landes hängt davon ab, ob wir genügend Qualität weitergeben an die nächste Generation. Der einzige Rohstoff, den unser Land hat, ist das Wissen im Kopf und die Fähigkeit, mit dem Wissen umzugehen der nächsten Generation. Deswegen ist es völlig richtig, dass wir mit den Eltern darüber reden, dass wir mit den Schülern darüber reden, dass wir einen Dialog, einen Trialog brauchen zwischen Lehrern, Eltern und Schülern, weil gelingendes Bildungswesen funktioniert nur, wenn Lehrer, Eltern und Schüler miteinander im Dialog sind. Deswegen herzlichen Dank für 25 Jahre kraftvolle Arbeit. Herzlichen Dank an Ihr ehrenamtliches Engagement, das eben nicht selbstverständlich ist. Und herzlichen Dank, dass Sie uns allen, egal wer hier vorne regiert, immer mal zwischenzeitlich auf die Füße treten. Der zweite Ball, der hat mit drei Zahlen zu tun und den Bannern hier hinter mir. 10, 28, 32. Ich komme aus der Skatstadt, da müsste ich sagen 18, 20 und vielleicht erst nach der 23 passe. Das sind die Paragraphen in den entsprechenden Gesetzen, die die Mitwirkung der Elternvertretungen in den Kindertagesstätten, der Schülermitwirkung und in den Schulen beinhalten. Diese drei Zahlen sind also nicht die abgewandelte Form eines Reizens im Skat, sondern der Bezug darauf, dass wir gesetzlich verankerte Mitwirkungsmöglichkeiten haben, die aber alle nichts wären, wenn wir sie nicht gemeinsam leben würden.
Ich freue mich ganz sehr, und auch wenn ich hier in den Saal schaue, ganz viele bekannte Gesichter zu sehen. Und ich kann Ihnen eins versichern, und das ist ja bereits in den Grußworten von Herrn Romeis und von Patrick angedeutet worden, was in den 25 Jahren auf der Agenda stand, was man gemeinsam bewältigt hat, wo es auch um den Streit und die produktivsten Ideen miteinander geht. Da kann man nur sagen, Respekt. Alle Achtung. Große Stadt gleich, Wahnsinnshektik, hohe Häuser, wie klein der Mensch ist. Ganz allein schwimmen wir doch im Strom, einsam im Stillen mit Millionen wohnen. Große Stadt gleich, Wahnsinnshektik, hohe Häuser, wie klein der Mensch ist. Ganz allein schwimmen wir doch im Strom, einsam im Stillen mit Millionen wohnen. Einsam im Stillen mit Millionen wohnen. Einsam im Stillen mit Millionen, einsam im Stillen, im Stillen. Gut, dass es sie gibt, die Mitwirkungsgremien von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Eltern auch schon bei den Kleinsten, da wo der Grund gelegt wird. Und da sage ich auch noch etwas. Ich habe als Kultusminister 1990 gekämpft, dass ich die Kindergärten behalten darf. Und das war damals nicht opportun. Sie wurden mir weggenommen. Ich habe schon Fehler gehalten. Aber manches braucht vielleicht auch Zeit und Erkenntnis. Sie sind heute wieder vereint. Und jetzt ist sogar das Jugendamt im Bildungsministerium. Das war so eine besondere Spezialstrecke. Jugendministerin war ich ja als Sozialministerin mit dem Kultusministerium. Die Vereinbarung haben wir dann toll gemacht. Jugendarbeit und Schule, weil es eben auch zusammengehört und ganzheitlich ist. Also gut, dass es sie gibt. Mitten im Leben, mitten in unserer Gesellschaft, in den Schulen. Für gute Zukunft für uns alle. Dafür kann ich nur danken, danken allen, ich kann jetzt keinen Namen nennen, das führt zu weit, die hier 25 Jahre sich eingesetzt haben, die es auch weiter tun werden, mit Dank und Anerkennung, die ich ausspreche, aber auch guten Wünschen, haben auch meine Vorredner getan, aber es gibt eigentlich noch etwas viel Umfassenderes als gute Wünsche. Ich weiß nicht, wenn das Programm hält, was man mir vorher gesagt hat, kommt jetzt doch ein bisschen Schiller. Und dann kommt Ode an die Freude. Und ich glaube, universeller. Und zugleich persönlich ansprechender, dass da Menschen, damals vor 25 Jahren, Kinder, Jugendliche, aber auch Eltern, wir alle Träume haben, Visionen haben. Ich glaube, das gehört auch immer dazu. Und es sind unsere Träume, es sind unsere Visionen, die auch nach 25 Jahren nicht aufhören, wo es immer wieder neue Ufer gibt, zu denen wir auch bei allen Horizonten, die in dem 21., in diesem globalen Jahrhundert aufbrechen für uns, wir sie annehmen und zum Guten gestalten, für eine gute Zukunft. Und deswegen herzlichen Dank. Danke allen, die sich engagiert haben. Und heute noch jetzt aber wirklich eine fröhliche, schöne Geburtstagsfeier. Dankeschön. Ein Hoch auf uns.